Wirklich ärgerlich sind die Leute, die jetzt noch sagen, das geht nicht. Weil da haben wir einfach, wir haben Beweise und wir haben auch Studien, die die Effekte dieser neuen Schulformen und Lernformen einfach auch beweisen. Also man weiß das aus vielen, vielen, vielen Fachbereichen, dass hier ein Umdenken von Schule notwendig ist. Nicht nur was den Unterricht anbelangt, sondern eben auch was gesellschaftliche Veränderungen, die wir ja schon vor der Tür stehen haben, im wahrsten Sinn des Wortes anbelangt. Wir müssen mit Vielfalt umgehen lernen. Und das heißt nicht nur Migranten aufzunehmen und zu verwalten, sondern das heißt tatsächlich auch dieses Potenzial, das diese Menschen haben, hier auch gestalten zu können. Also das, was klassischerweise und wo bisher der Fokus gerichtet wurde, war eben die Förderung von Hochbegabungen oder hochleistenden Kindern. Das heißt Kindern, die schon an irgendeiner Stelle ihres Lebens, ihrer Biografie eine Leistung gezeigt haben. Und dagegen ist ja auch eigentlich nichts einzuwenden. Problematisch wird die Sache erst dann, wenn Kinder, die eben ihre Potenziale nicht entfalten können, weil sie in schwierigen Lebensumständen sind oder kein Lernumfeld haben, das sie fördert, dass diese Kinder ihre Potenziale nicht entfalten können. Und deswegen muss man wirklich unterscheiden zwischen der Hochleistungsförderung oder Leistungsförderung, die also da ansetzt, wo konkrete Begabungen schon sichtbar geworden sind, und den Potenzialen, die eben noch in jedem Kind schlummern und die eben auch Unterstützung von außen brauchen. Wir sprechen von Lernumgebungen, die eben Kinder dazu befähigen, ihre Begabungen zu entfalten, aber auch selbst zu gestalten. Auf die Lehrkraft kommt es an, dass es endlich umgesetzt wird, und zwar Dinge umgesetzt werden, die wir schon längst kennen. Also diese Studien über Effekte, die sind nicht neu, die sind 30 Jahre mindestens alt. Und ich glaube, das Wichtigste, und das ist Dreh- und Angelpunkt, sind Lehrkräfte, die es machen wollen und die sich dann einfach auch Kompetenzen aneignen, um es umzusetzen. Kompetenzen im Hinblick auf schulstrukturelle Veränderungen, um Wissen, wie man Lernumgebungen offen gestaltet und differenzierte Lernangebote machen kann, die auch Wissen haben, wie viele Möglichkeiten es gibt, individuelle Leistungsrückmeldungen und Lernstandsrückmeldungen zu geben, also pädagogische Lernkulturen aufzubauen. Jeder von uns hat eben eine Schulbiografie, die bei manchen glücklich war oder unauffällig, bei manchen aber wirklich dramatisch, und da kenne ich wirklich auch einige Fälle, wo durch Zufall, wir hatten das heute an der Tagung, ja, durch Zufall oder durch eine glückliche Begegnung eine Karriere ermöglicht wurde, die aber von Schulwegen nicht geplant war. Also klassische Hauptschüler, der dann plötzlich entdeckt hat, dass er einfach auch akademische Begabungen hat. Das hat in der Schule aber niemand entdeckt. Ja, oder Menschen, die viel zu spät draufkommen, wo ihre Begabungen eigentlich sind, und sich nach der Schule umorientieren. Das kann man eigentlich alles vermeiden, wenn man von Anfang an mehr zulässt, als nur darauf zu schauen, welche Noten hat ein Kind. Also hier wirklich Lernräume zu öffnen und Grenzen auch zu überwinden, was es heißt, Stärken zu haben. Also das sind nicht nur Mathe und Deutsch und vielleicht eben unsere klassischen Begabungen Sport und Musik, sondern eben das ist viel mehr. Und auch bei Kindern, die das ist auch wichtig, wo man zunächst nur Schwächen sieht, ja, dass man da einfach als Lehrer nicht aufgibt und sagt, du kannst eben nichts, Pech gehabt, sondern such weiter oder wir helfen dir zu suchen, weil es auch gerade andere Alternative gibt. Auch dieses Kind, das scheinbar keine Begabungen hat, muss irgendwann in der Gesellschaft bestehen. Und wenn wir in der Schule nicht Möglichkeiten auftun für dieses Kind, wird dieses Kind später auch keinen Platz in der Gesellschaft finden.